So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode eines Pokémon X Let's Play Parts mit mir, dem Regi. Und heute erkunden wir Illumina City, denn in Illumina City kann es ja wirklich tatsächlich immer wieder sein, dass wir in jeder Ecke irgendwas finden. Das Ding ist halt, wir kommen jetzt, glaube ich, hier nicht vorbei. Wie war das nochmal? Was sagt der Typ uns? Pardon, hier kannst du momentan nicht durch. Es gab einen Stromausfall und wir versuchen gerade herauszufinden, woran es liegt. Stimmt, Stromausfall. Das heißt, wir können jetzt bestimmte Orte... Mann, warum gehe ich auch immer auf L und R? Wir können jetzt bestimmte Orte hier nicht mehr, ja, aufsuchen, sag ich mal. Wir können jetzt zum Beispiel auch nicht in die Seitengasse rein. Die Gasse ist ja am Anfang unzugänglich gemacht worden. Oh, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, man kommt da hier immer wieder rein, wenn ich will. Na, was soll's? Habt ihr mir irgendwas zu sagen? Ich glaube, die Passanten hier haben mir tatsächlich nichts zu sagen. Wie sieht's aus, hier, was ist das? Was ist das für ein Haus? Ey, muss doch gut Haus sein, oder? Hier, gut Haus. Das Restaurant. Restaurant, so lala. Nee, da will ich ehrlich gesagt nichts mehr zu tun haben. Was mit dir? Ja, die gibt uns auch nichts. Schade. Also, wir können jetzt nur den südlichen Teil von Illumina City begutachten. Ich glaube, hier kommen wir, glaube ich, sogar noch... Ne, kommen wir auch nicht rein. Warum? Na, das ist doch scheiße. Ich dachte, ich komme da rein. Na, was soll's. Was ist das für ein Gebiet? Also, Items und so weiter, ne? Leute, ohne Witz, die nehme ich gerne, ne? Aber der ganze Rest, der muss da natürlich tatsächlich sein. Wo sind wir jetzt gerade? Irgendwo in der Verbraucherzentrale? Verkehrsamt. Was für ein Verkehrsamt, Alter? Ach, die Chevrums. Stimmt, ja, die habe ich auch in Paris gesehen, Leute. Illumina City gesehen, Verzeihung. Ist da noch? Ja. Ich habe da aber leider keine ausfindig machen können, was sehr schade war, muss ich gestehen. Sondern die haben hier nur ein Stockwerk. Trotzdem fragen die mich jetzt hier anscheinend, wo ich lang will. Ist natürlich sehr nett von euch, dass ihr mich tatsächlich fragt, wo lang ich will oder ins welche Stockwerk. Wie viel Müll? Was für Müll, Alter? Hast du hier irgendwas Gutes für mich? Dafür haben wir es leer. Den habe ich jetzt nicht verstanden. Der hat irgendwas Komisches gesagt, oder? So, Kartentechnik, nice. Ist hier vielleicht ein Mülleimer irgendwas? Ist auch nicht, ne? Warum ist hier nichts? Der Typ hat doch gerade irgendwas mit Mülleimer gesagt. Was mit dir? Boah, an diesen Ort kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern. Ich glaube, hier war ich gar nicht. Selbst in meinem ersten Run war ich hier, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, ich habe das gar nicht gesehen. Ich meine, okay, ja, dieses Gebäude ist ja auch so... Ja, der sagen... Unnötig, ne? Ich meine, was haben wir denn jetzt hier Schönes bekommen? Ja, gar nichts. Nur ein paar Dialoge, die da waren, aber das war's. So, was mit Ihnen? Platans Labor, ja, schön für dich, dass Platans Labor berühmt ist. Aber was hat das mit dir zu tun? Connex Café. Oh, Connex Café. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich kenne nur das Bistro Flor de Lis. Da hier kann man bestimmt irgendwie so Pokémon. Ach so. Pokémon sind natürlich immer was Feines. Ja, ich glaube, irgendwo von denen kriegen wir sogar irgendwas. Eigentlich müssen wir doch irgendwas bekommen. Irgendwas mit Pokémeilen. Oder die erzählen uns eigentlich nur so komischen Dünches, den wir schon wissen. Dünches! Bitte was? Naja, was soll's. Ich meine, es kann ja immer wieder tatsächlich sein, dass wir irgendwas Schönes kriegen. Ja, oder irgendwas Nötiges. Aber das hier gerade ist natürlich schon ein bisschen strange. Und unnötig teilweise. Aber egal. So, hier kam ich glaube ich sowieso nicht rein. Oder gehe ich jetzt tatsächlich direkt ins Labor? Muss ich direkt ins Labor? Ich hoffe mal nicht. Ich denke mal nicht, du. Komm ich wenigstens hier auf diese Südallee? Komme ich bestimmt auch nicht, oder? Ja, das ist aber nett von euch. Also ich komme auch gar nicht an meinen Evolutionsstein, ihr Ganoven. Habt ihr aber schön eingerichtet. Was ist das? Trainer-Promo-Studio, da will ich gar nicht lang. Oh, weiter kann ich auch nicht. Es gab einen Stromausfall. Ja, vielen Dank. Also ich muss tatsächlich sogar jetzt hier in das Büro von Professor Platan. Ich bin ins Büro, ins Labor, Verzeihung. Ach, was soll's. Hauptsache, wir kriegen hier ein Pokémon. Das können wir auch gleich wieder in den Wonder Trade stecken. Ich nehme diese Episode, by the way, jetzt irgendwo am Abend auf. Relativ nachts sogar. Ich meine, glaube, die meisten von euch sind wahrscheinlich schon im Bett oder im Bett am Handy. Ja, so machen es natürlich die meisten, einschließlich mir, ne? Aber was soll's. So, was? Professor Platans Labor 2 Stockwerke. Das ist ja mal interessant. Was haben wir denn hier beispielsweise? Oh, ganz viele Bufflos. Ey, Bufflos geht. Ja, also ich würde jetzt sagen, hier in dem Gebäude kriegen wir Luxusbälle. Das ist gut, Luxusbälle. Luxusbälle gehören tatsächlich sogar zu meinen Lieblings-Pokémon-Wellen, in denen ich meine meisten Pokémon stecke. Ich bin zum Beispiel jemand, ich lege sehr viel Wert auf Style. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Pokémon habe... Und es perfekt ist, ja, Default und so, dann muss es aber auch im richtigen Pokéball stecken. Und wie ich das dann machen werde, das wird dann natürlich auch wieder in den Zucht-Tutorial gepackt. Das ist, glaube ich, sogar der letzte Abschnitt, der noch fehlt. Oder mit einer der letzten Abschnitte. Und ach, da haben wir sie, sexy Monsieur Platan. Endlich treffen wir uns, ja, ja, klar.
Ich habe nie verstanden, warum bei Professor Platan hier beispielsweise immer schon diese Animationen kommen. Ash Ketchumor möchte mit dem Pokémon tauschen. Nein? Digga, geht doch nicht. Was ist los mit dir, Lan? Hey, cool, Trugschlag, nice. Gute TM, um Pokémon zu fangen. Daumen hoch von der Stiftung Banger-Test, ne? Okay, Professor Platan, wie war das jetzt nochmal? Ich muss jetzt irgendwie mit ihm kämpfen, ne? Professor Platan. Das hat doch irgendwas damit zu tun, oder? Ich muss jetzt mit ihnen kämpfen und ihren Arsch zerreißen. Verzeihung, ich drück's mal nett aus. Ich muss sie jetzt besiegen, wie man so im Pokémon-Jargon sagt, ne? Jo, Sana Banana und Serena Pot, die kommen jetzt auch. Und was ist los? Ja, sicher wollen wir den Kampf loslegen. Alter! Was ist auf Platan? Was ist denn los mit ihnen? Schlafen Sie doch mal bitte nicht ein, ja? Ich will jetzt hier meinen Kanto-Starter abkriegen und das war's. So, und wichtig ist natürlich auch, dass ich mir dann als Kanto-Starter ganz klar Glumanda nehme, damit ich auch den Mega-Glurak, den Glurak Need X bekomme. Nämlich so früh wie möglich. Warum liege ich jetzt eigentlich hier mit Zigzagoon? Ich habe keinen blassen Schimmer und meine Pokémon sind nicht mal geheilt. Das ist natürlich auch jetzt gerade nicht so schön. Kann Bisasam auf dem Level nicht sogar schon, Egelsam? Ich glaube schon. Und Egelsam wäre jetzt natürlich absolut zum Kotzen. Und zweimal Heuler ist auch absolut zum Kotzen. Aber weißt du was, Zigzag? Ich bin aller guten Dinge, dass du es trotzdem aushältst. Oder schaffst, sag ich jetzt einfach mal. Yo, Crit und Flinch. Ja, besser geht's nicht. Crit plus Flinch, mein lieber Scholli. Ja, das ist richtig gut. So gefällt es mir. Und Zigzag hat damit jetzt gerade das Bisasam besiegt. Ein bisschen Hex, aber wisst ihr was? Hex gehört halt ab und zu dazu, ne? Kennen wir ja, ne? Hex gehört dazu. Ja, und die Regeln habe ich mir jetzt mittlerweile sogar ein bisschen was an Gedanken. Cool, Moment, was? Wie war das? Der Anwender aber das Herz des Ziels, indem es mit coolen Augen senkt. Ah, okay, das ist also besserer Heuler. Heuler in besser, genau. Ja, ich habe mir halt wirklich Gedanken um die Regeln gemacht. Ich habe jetzt sogar was gefunden, was mir gefällt. Beispielsweise das mit dem Level Cap. Also, dass ich mir so eine Levelgrenze setze. Dazu dann aber mehr in der nächsten Episode, wenn ich dann halt auch so Grafiken und so fertig habe. Die ich dann auch in die Beschreibung packen werde. Da ist ja jetzt gerade so meine Regeln und dann so ein Pfeil nach rechts und dann ist da was leer. Genau. Da wird dann halt was folgen. Also, nur dass ihr Bescheid wisst. So, wisst ihr was? Ich locke jetzt die Shigi jetzt erstmal mit Zugabe in Rutenschlag. Ja, und dann hat die Shigi ein Problem. Ich meine, du kannst jetzt zwar die ganze Zeit meine physische Verteidigung senken, Shigi, ne? Aber, das wird dir nichts bringen. Weil ich dich jetzt mit Konfusion so langsam aber sicher penetraten werde. Und, oh! Ist das gemein! Ist das gemein. Jetzt habe ich sogar verwirrt und es trifft sich in der Verwirrung sogar selber. Was bin ich denn nur für ein Sadist? Weißt du, Shigi, wenn ich ganz gemein wäre, hätte ich hier sogar nochmal den Aussetzer reinklatschen können. Und ich... No! Ja, wenn ich ganz gemein wäre, kann ich auch einen Crit landen. Oh Gott, ist das gemein. Oh Mann, ich bin doch so ein... Egal, also Glumanda kommt rein. Ah ja, da muss ich gestehen, habe ich hier sogar teilweise ein bisschen Angst. Aber wisst ihr, ich bin jetzt zwar bei minus 2, aber ich bin bereit, die Gefahr einzugehen. Jetzt gibt es nochmal die Konfusion. Bam! Und wer ist jetzt mit dem Aussetzer? Aussetzer klingt doch fein. Fein, Liner. So, Aussetzer. Ich will das jetzt nämlich mit meinem Roll schaffen. Und da setze ich jetzt sogar tatsächlich einen Trank ein, ja? So, ja, wie soll ich sagen? Ich bin so in diesem Kampf. Ja, so... Okay, jetzt weiß ich aber nicht mehr, ob ich tatsächlich noch so krass dabei bin. Hm. Mit Rauchwolke Spaß man nicht. Vor allen Dingen, wenn jetzt Rauchwolke gespammt wird. Nee. Aber noch läuft es ja gut. Noch. Leute. Nee. Ich kann nicht sagen. Ich habe von keinem jetzt gerade die Volltrefferkraft erhalten. Oder? Ich habe jetzt gerade alle drei Pokémon von Professor Platan weggecrittet. Was ist das denn? Das ist so... Alter. Unglaublich. Unglaublich, aber wahr. So, was war das jetzt? Ich darf hier ein Starter-Pokémon aussuchen. Und ich wollte mir natürlich Glumanda gönnen. Das ist ja obvious as fuck, ja? Wie gesagt, einfach eigentlich nur aufgrund des Megasteins. Damit ich den Megastein früher bekomme. Und jetzt muss ich jemanden wegschicken? Ja, dann muss halt Meryl erstmal auf die Bank. Punk. Ich bin jetzt mittendrin wieder im TCG. Punk. Punky Moon, bitte was? So, Glumanda. Ja, Glumanda, wie gesagt, das tausche ich jetzt natürlich straight weg, ne? Und ich will jetzt eigentlich dieses Glumanda, oder habe nur Glumanda genommen. Wegen dem Megastein. Hätte ich jetzt keinen Glumanda gehabt am Anfang, hätte ich Shigi genommen, weil Shigi natürlich mein Lieblingsstarter-Pokémon ist von den Kanto-Dingern. Ja, was soll's.
ich finde Glumanda echt krass gehypt. Ich mag zwar Glumanda auch, aber Shiggy ist halt besser. In meinen Augen, ne? Aber das ist Ansichtssache natürlich. Und jetzt werden wir schon wieder Leute in den Kommentaren kommen und sagen, no love for Bisasam. Ja, Leute, was kann ich denn dafür? Und ich habe natürlich jetzt auch den mega steinigen Uragniten X. Und die kann ich dann halt später sogar noch auf meinen Charmander packen. Und es hat ja sowieso Drachentanz. Oh, Alter, und das wird dann sowas von mächtig prächtig. Aber gut, aber gut. Da will ich jetzt mal nichts gegen sagen. Noch ist es ja nicht so weit. Und vor allen Dingen muss Glumanda natürlich dann auch noch mal den Kampf überstehen. Na, wisst ihr was? Nein. Nein, nein, ich wollte die Verbindung. Ach man, Wurstfinger, was soll das? Ne, eigentlich nicht Wurstfinger. Ich war eigentlich gerade nur Brain AFK. Egal. Wundertausch. So eine Verbindung mit dem Internet hergestellt werden. Bla, bla, bla. Na sicher. Und jetzt habe ich zwei Glumandas drin. Und ich hoffe, ich bin jetzt nicht so Brain AFK und schicke das Falsche weg. Das wär's, wisst ihr? Moment mal. Das Glumanda hat jetzt aber nicht den Duragniten, ne? Nee, nee, nee. Den haben wir ja separat in unserem Beutel bekommen. Das ist gut, das weiß ich, das weiß ich. So, und wie gesagt, ich gehe jetzt eigentlich sogar mit gar keinen Erwartungen in diesen Trade. Nee, oh, es ist sogar ein mäßiges Wesen. Das wäre ganz gut für Mega Luwak Y. Egal. So. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen ein Papinella oder so. Ja, die umgekehrte Psychologie nennt man das, ne? Genau. Ich wünsche mir jetzt einfach ganz viel Bad-Zeug. Und vielleicht kriege ich dann ja tatsächlich sogar was Gutes und... Hey, okay, ein Amerikaner. Let's trade, Chase. Okay, vielleicht ist das ja Wild Chase. Wer weiß, dieser YouTuber, dieser Wi-Fi-Battler, vielleicht hat er ja was Gutes dabei. Wer weiß, irgendwas Nices. Oh la la. Oh la 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 la. Ein Kuddel? Seriously? Twirkle, bitte was? Digga, Twirkle? Das ist jetzt sogar ein Spitzname von dem Typen. Moment mal, jetzt sag mir nicht, das ist ein Competitive Twirkle. Nein, das ist auf Level 44! Warum ist das auf 44? Auf Level 44 erhalten? Wo kann man das denn auf Level 44 fangen? Lieber Scholli. Offenbar Route 18. Ach so, auch aus X und Y. Och man, schade, ich hätte das gerne benutzt. Oh, da ging jetzt gerade für kurze Zeit mein Herz hoch. Und ich dachte so, oh, Kordel, oh, Jesus Christ. Hey, Macarena, genau, das habe ich mir echt tatsächlich gedacht. Und dann sowas. Ja, dann spielt man einfach so mit meinen Gefühlen, ne? Das, wie kann man so herzlos sein, mit meinen Gefühlen zu spielen? Das ist viel zu krass. Das ist viel zu krass. Level 44, das kann ich nicht mitmachen. Dann benutze ich das dann halt frühestens für, keine Ahnung, 7. Arena oder so. Da benutze ich das dann halt frühestens. Ach, das dauert mir zu lange. Sorry, Traco, du hast mal einen echt coolen Namen. Aber, ja, du musst vom Level her zu hoch, Mann. Und jetzt haben wir jemanden aus den Vereinigten Staaten aus New York, nämlich Warren. Warren Peace im Prinzip. Bitte was? Nee. Warren, okay. Amerikaner. Wer weiß, vielleicht kriegen wir jetzt irgendwas Gutes von dem Amerikaner. Mediti. Okay. Okay. Das ist jetzt interessant. Mediti. Okay, Mediti. Auf welchem Level? Wenn du auf Level 1 mit Zuchtmoves bist, ne? Dann fress ich einen Besen. Dann fress ich einen Besen, sag ich dir. Level 18. Geolinkhöhle. Geolinkhöhle? Geolinkhöhle. Ist sogar hier, stimmt. Oder? Keine Ahnung. Ich würde jetzt aber sagen, 18 ist mir halt immer noch zu hoch. Meine Levelgrenze jetzt gerade ist halt tatsächlich so Level 15. Was habe ich hier eigentlich für einen Item-Supertrank? Wisst ihr, was ich meine? Hätte jetzt vielleicht ein, Doch, ich muss das weiter tauschen. Ist vom Level her halt einfach zu hoch. Das ist halt höher als mein höchstes Pokémon. Also ich habe mir halt wirklich so als Grenze gesetzt, so persönliche Grenze, halt so hoch wie das höchste Pokémon im Team. Und das wäre aktuell jetzt Level 14. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das heißt, also, ich kriege jetzt irgendein Pokémon auf dem Level. Ich werde jetzt so lange weiter tauschen, bis ich eins von denen erhalten habe. Und wenn es halt zu lange dauert, muss ich das oft, dann muss ich das rausschneiden, so sage ich es mal.
Aber ich habe immer... Belgien? Wallonien? Wallonien? Wo liegt denn Wallonien, Alter? Wallonien? Das ist wahrscheinlich irgendwo im Norden von Belgien. Habe ich noch nie gehört, Wallonien. Wallonien. Klingt nach Wahl. Vielleicht kriegen wir jetzt einen Weilord. Aha! Nee. Wir kriegen ein Pfiffien. Okay. Okay, will ich mich nicht drüber beschweren. Ich meine, das ist 100 pro. Irgendeins dieser Gammel-Pfiffiens auf Level 2 und 3 oder so, ne? Aber hey, ich will mich nicht darüber beschweren. Das heißt, wir hätten Pfiffiens. Zickzacks. Und ein bisschen anderen Scheiß. Na, was soll's. Was, welchen Level bist du? Level 3. Kannst du wenigstens etwas... Rasanz. Ah nein, du hast Minus Angriffswind. Ah, es hat Minus Angriffswesen. Alter. Und es hat Rasanz. Rasanz ist, glaube ich, die Hidden Ability. Oh, ich weiß nicht. Das Poochyena. Das Poochyena würde ich gerne benutzen. Wirklich, das Poochyena, das würde ich echt gerne ins Team nehmen. Wisst ihr was, Leute? Ich lasse es. Das ist euch überlassen. Jo, ich sage jetzt einfach mal, das bleibt euch überlassen. Soll ich trotz dieses mega beschissenen Wesens dieses Poochyena ins Team nehmen? Sagt Bescheid und dann machen wir das. Ansonsten würde ich sagen, ich kann, glaube ich, immer noch zur nächsten Route gehen. Auch da haben wir ja unser Feuerkopf, Lysander. Also auf Englisch Lysandre, glaube ich. So wird es ausgesprochen, so wird es pronounced, ne? Und auf Deutsch natürlich Flordelis, ne? Bistro Flordelis. Da war ich ja auch, als ich in Paris aka Lumina City war. Ja, und er schrieb nach einer besseren Welt. Kann ich verstehen, mein Freund, ne? Die Welt aktuell sieht nicht so rosig aus. Also jetzt ohne Witz, Leute. Also, die Welt aktuell ist natürlich nicht so schön. Oh, und ich habe ganz vergessen, wie viel Talk es hier gibt in diesem Stadium des Spiels. Oder an dieser Stelle des Spiels. Das ist nicht nett, du. Wirklich. Leider. Okay, so kann ich jetzt eigentlich... Sag mal, Leute, das reicht doch jetzt, oder? Ja, Café Soleil. Was ist das denn wenigstens jetzt mit dem Stromausfall? Kann ich mir jetzt vielleicht hier in der Sommerallee, ich glaube, es war die Sommerallee, was holen? Ja, kann ich sogar. Wie super ist das denn? Und das ist jetzt wirklich sehr wichtig gewesen, Leute. Denn, ich glaube, hier gibt es die Steinboutique. Ich glaube tatsächlich, hier gibt es die Steinboutique. Und in der Steinboutique können wir uns halt wieder Wasserstein holen. Just in case. Für unser Wasserprogramm. Na klar, bitte was? Ach, die wollten uns was über die Boutiquen erzählen. Nee, danke. Da komme ich sowieso nicht mit meinem Style rein. Ich habe halt nicht Style und das Geld. Ich hab Style und das Geld, Digga. Ja, Bushido, bleib mal locker. Okay, lang. Ja, es ist in Ordnung, Bushido, ja? Beruhig dich. So, Moment. Da kommen wir doch gar nicht rein, oder? Jo, jetzt werden wir erstmal hochkantig rausgeschmissen. Oh, du bist aber nicht sehr stylisch. Ja, vielen Dank, ne? Das haben sie jetzt aber sehr nett ausgedrückt, werte Frau. Ich bin nicht sehr stylisch, sagt sie. Pfuh! Versagerin. Okay, weiter geht's. Haben wir jetzt vielleicht hier irgendwas? Ach, das war die Steinboutique. Ja, nice. Steinboutique. Jetzt bitte. Totok nicht für 1 Million. Nee, danke. Das ist ein bisschen zu viel, ne? Also mein Rahmen wäre eher so 10 bis 20 Poké-Dollar. Okay, was kriegen wir jetzt hier so Schönes? Wie war das? Feuerstein, Wasserstein, Blattstein. Ich gönne natürlich jetzt erstmal den Wasserstein. Ich muss mal schauen, wann ich mein Sodamark entwickle. Wann es halt am meisten Sinn macht. Aber so ein Soda-Cheater, das hat natürlich was Schönes. Habe ich auch, wie gesagt, noch nie benutzt. Ach, das wäre schon richtig nice. So, was war das jetzt? Vasenboutique. Nee, hier gibt es diese Energiekräuter. Ah, aber die will ich nicht haben. Energiekräuter benutze ich eigentlich in der Regel nie. Vor allen Dingen halt wegen so Zeug wie Return. Return muss halt immer hoch bleiben. Ne? Das darf halt nie im Minusbereich sein. Das ist der Friseur. Friseursalon für Furfruits. Jo. Hier muss ich halt irgendwann auch mal hin. Praktisch. Also, was ist eigentlich eure Lieblings-, Koiwaff? Eure Lieblings-Koiwaff-Fellfrisur, sag ich jetzt einfach mal. Was ist eure Lieblings-Koiwaff-Fellfrisur? Sagt mir mal Bescheid, Leute. Würde mich halt echt interessieren, weil meine, ich habe mir ja letztens Gedanken gemacht, ist definitiv die, komme ich da rein? Nee, komme ich nicht. Schade. Meine ist nämlich definitiv die Pharao-Form. Ich mag die Pharao. Das Pharao-Käufer. Das ist richtig schön. Ja, und ich glaube, ich werde auf jeden Fall demnächst auch mal ein Competitive-Käufer machen.
Weil das halt ganz cool und nett ist und so. Ist das nicht das Trainerstudio? Oh. Oh, sag mir jetzt nicht, ich muss sogar eins machen. Ich finde das nämlich ziemlich schlecht. Ja, gut, super. Ja, das ist halt diese Trainer-Promo. Das ist eine der unnötigsten Sachen, die es überhaupt gibt. Ich weiß noch, früher in X und Y, da haben mich ganz viele von euch immer so angeschrieben. Also angeschrieben im Sinne von, die haben mir halt Bescheid gesagt hier in X und Y. Ey, cool, Linsenetui, nice. Das Linsenetui brauchen wir nämlich tatsächlich. Moment, ich zeige euch das mal. Damit können wir nämlich unsere Augenfarbe ändern. Ich weiß aber gar nicht, ob es hier geht. Ich meine, es geht tatsächlich sogar hier, oder? Ne, geht nicht. Das können wir ja anscheinend doch nur im Pokémon Center in der Umkleide machen. Aber wenn ihr das hier habt, dann könnt ihr halt eure Augenfarbe ändern. Falls ihr es noch nicht wusstet. Ich musste dafür online nachgucken, ja. So, ihr könnt ja nämlich diese Trainer-Promo drehen und die... Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum, aber es war okay, aber meiner Meinung nach teilt es auch wieder ein bisschen unnötig. Finde ich. Okay, Pokémon Center, hier waren wir glaube ich sogar noch gar nicht. Das heißt, es könnte sogar sein, dass wir hier das ein oder andere schöne Item kriegen. Ich meine, wir haben das Linsen-Etui bekommen, hallo? Das Linsen-Etui ist doch halt überlebenswichtig. Pokémon und Preise, ja. Wow, so viele Pokémon habe ich. Was kriege ich denn dafür? Hast du eine AP Plus? Ja, nicht schlecht. Ich habe keine Ahnung, wo die ganzen Pokémon herkommen. Wahrscheinlich vom Wundertauschen. Ja, doch. Pokémon gibt es, glaube ich, halt, wenn man halt Wundertausch betreibt. Also ganz nett eigentlich. Okay, ich glaube, hier aktuell gibt es tatsächlich auch nur noch ein Gebäude. Ne, zwei sogar. Damit komme ich da rein? Wahrscheinlich nicht. Es kommt wieder so Türsteher. Na, da kommt er nicht rein. Pardon, Monsieur. Sie stinken. Ja, vielen Dank. Aber ich kann zum Friseur. Will ich das? Ja, komm, warum nicht? Ja, neuer Haster ist doch immer schön. Wobei, nein. Ja, weg. Will ich nicht. Er hat mich gerade angeschrieben. Yusuf? Nee, Yusei. Nee, Yusei Fudo. Bitte was? Wir sind doch hier nicht in Pokémon. In Yu-Gi-Oh! Verzeihung. Mein Gott, Yusei Fudo. Kannst du mich nicht mal in Ruhe lassen mit seinen Turbo-Kämpfen da? Es ist immer das Gleiche mit diesen Yu-Gi-Spielern. Wirklich. Unglaublich. So, und da haben wir natürlich jetzt wieder Floridelis und diesmal sogar mit einer speziellen Team. Ja, das ist die Theme von Floridelis oder eigentlich so die, wie nenne ich dieses Theme? Die Darkness Theme, wisst ihr? Ja, mit Diana oder Dianta und ich habe keine Ahnung, oder wisst ihr, Dianta ist so eine, die taucht hier jetzt gerade im Spiel auf und taucht dann irgendwann, ja, wann anders auf. Wenn ihr so denkt, wer könnte denn der Champion? Ah, genau. Und dann habt ihr den Salat. Ja, wie ich finde, eigentlich ist es ziemlich komisch. Aber ich weiß nicht. Dianta. Nee. Ziemlich randomer. Was soll das, Yusei? Ich habe keinen Bock mit dir zu tauschen. Wie oft noch? Behalt deinen Sternschlauchdrachen. Den will ich nicht haben, ja? Ich weiß gar nicht, was für andere Karten der Yusei benutzt. Ich kenne nur den Sternschlauchdrachen. Ja, ich habe halt... Wie ist das? Sechsel? Nee, das war nicht Sechsel. 5Ds, genau, ja. 5Ds habe ich mir halt wirklich nie gegönnt. Das war halt nicht mehr so ganz meins. So mein Style und so, ja. Mein Milieu, sag ich mal. Okay, aber vielleicht sind wir jetzt bald mal endlich hier fertig. Was ist hier lieber? Groß oder groß? Was ist? Ja, die Größe ist entscheidend. Das kommt gleich von einem Afro-Amerikaner. Warte, bitte, was ist eigentlich? So. Und sonst noch was? Was ist das? Was sagst du uns hier? Irgendwas mit Fotoapparat, okay. Und du? Hat irgendwas von Ananas erzählt. Na egal. Deine Ananas kannst du behalten. Ich mag keine. Wobei doch eigentlich feiere ich Ananas. Ananas ist immer gut. Okay, komme ich hier durch oder ist er jetzt auch wieder so ein Türsteher? Oh, was ist denn los mit euch? Könnt ihr euch nicht mal vorher hinstellen? Ich meine, wenn ich jetzt hier rein will. Ah, nee, noch nicht. Aber wahrscheinlich dann ab hier, oder? Ja, okay, ab hier kommt es dann halt. Ja, pardon, Monsieur, Sie können hier nicht durch. Wissen Sie warum? Sie sind ein dummer Knecht. Das kann man auch netter ausdrücken. Okay. Sonst noch irgendetwas hier, was ich bekomme? Wie gesagt, ich habe X und Y, glaube ich, dreimal durchgespielt. Und das wäre jetzt hier mein viertes Mal, wenn ich es überhaupt schaffe. Ja. Mal schauen. Vielleicht gelangen wir an einen Punkt, wo wir halt wirklich gebasht werden, so richtig zerstört werden, aber... Ja, also aktuell sieht es ja ganz gut aus für uns. Aber es ist natürlich auch der Anfang des Spiels, ja, also sollte man noch nichts klein beireden.
Wo habt ihr Dathiris? Ja, ganz nebenbei, Leute. Dathiris sind nicht vom Typen Feuer. Habe ich jetzt in der letzten Episode gelernt. Vielen Dank an die Leute, die mir das reingeschrieben haben. Ich dachte halt wirklich, das ist vom Typen Feuer. Dann kann man ja, ist ja auch verständlich. Das Ding ist rot. Weil nicht alles, was rot ist, vom Typen Feuer ist. Ja, stimmt schon. Ah, da hätte ich ein bisschen besser überlegen können. Hm. Na gut, ich glaube, es gibt jetzt tatsächlich nur ein Gebäude, was wir erkunden können. Das ist das hier vorne. Was ist das? Ist das nicht die Kunsthalle? Audio geil. Das hier halt. Na. Nix, Champ rum. Was ist das hier für ein Gebäude? Ach nee, das ist sogar wieder ein Gärtner. Was sagt der? Irgendwas mit Wundersaat. Ja, das ist schön und gut mit Wundersaat, ne? Was soll ich damit? Ah, Flink! Ja, Leute, seht ihr, hat sich auch schon gelohnt, dass wir mit allen Leuten gesprochen haben, denn. Bryce. Was für Bryce, ey? Bryce. Hast du hier Reis für mich? Ja, Reis. Das war ein guter Witz. Es war ein Witz, ne? Warum fließt das jetzt hier eigentlich? Ja, geht doch. Was sagt sie? Deine Eco ist einfach hinreißen, ja, finde ich auch. Also mittlerweile finde ich meine Eco richtig prima. Ja. Hat mir jemand sogar noch letztens noch reingeschrieben. Ja, Ri, was ist denn los mit dir? Du kannst nicht Regi sein, weil du magst anscheinend Eneko. Ja. Ich weiß ja, aber mittlerweile habe ich es irgendwie ins Herz geschlossen. So, und es hat sich wieder gelohnt, dass wir mit allen geredet haben, denn wir kriegen Timerbälle und Flottbälle. Und das umsonst. Ja, mach das mal einer nach hier. Leute, Ignorierer. Meine Güte. Okay, und ich will einfach mal ganz spontan sagen, wir können uns jetzt schon mal zum Terminal begeben. Richtung, also Ausgang, Richtung, Route, was weiß ich was. Hey, Rulo-Nachricht. Wer ist denn da? Ach, Tiano! Du fetter, tanzender KFC-Stammkunde. Was geht ab, mein Freund? Ach, wie dem auch sei. Komm, begeben wir uns einfach mal hier rein. Und, ich glaube, auf der nächsten Route können wir uns sogar ein Punkt. Du bist Mr. Miteinander, oder? Du bist es, Mr. Miteinander. Was hast du so Schönes für uns, ne? Neue U-Kraft, Angriffs- und Verteidigungskraft. Na, vielen Dank. Das ist sehr nett von Ihnen, Mr. Miteinander. Das Ding ist nur, ich werde die wahrscheinlich nie selber benutzen. Einzige, was passieren wird, ist, dass mir das Leute zuschicken. Aber das soll mir recht sein. Alles in Ordnung. Denn wir sind jetzt hier auf der Route 5. Aber wisst ihr was, Leute? Route 5 werden wir erst in der nächsten Episode ganz anschneiden. Ne, anscheinend nicht. Denn anscheinend sollen wir hier immer noch mit, ja, irgendwelchen Pokémon konfrontiert werden. Ja, warum nicht? Kann man ja mal machen. Lucario. Ja, ist ja gut. Danke. Ich wollte jetzt eigentlich ich kann ja schon mal meine Ansage machen. Leute, wenn euch die Episode gefallen hat, dann gebt dem Video noch einen Daumen hoch. Würde mich sehr freuen und supporten. Ansonsten sehen wir uns zur nächsten Episode wieder von Pokémon X, der Wonderlock. Und dann wieder mit ein bisschen mehr Action, denn dann geht's weiter mit Kämpfen. Bis dahin, haut rein, macht's gut, bleibt schön fruchtig und ciao, euer Regi.